B2.0. Die nebenstehende Skizze zeigt ein Schrägbild des Prismas ABCDEF, dessen Grundfläche das gleichschenklige Dreieck ABC mit Basis BC ist. Der Punkt D liegt senkrecht über dem Punkt A, der Punkt M ist der Mittelpunkt der Strecke BC und der Punkt G ist der Mittelpunkt der Strecke EF. Es gilt, BC sind 14 cm, AM 10 und AD 6 cm. Runden Sie im Folgenden auf zwei Stellen nach dem Komma. B2.1 zeigen Sie das Schrägbild des Prismas ABCDEF, wobei die Strecke AM auf der Schrägbildachse und der Punkt A links von M liegen sollen. Für die Zeichnung gilt, Q ist 0,5 Omega 45 Grad. Zeichnen Sie sodann die Strecke AG in das Schrägbild ein und berechnen Sie deren Länge sowie das Maß Phi des Winkels AGM. Und Ergebnis Phi sind 59,04 Grad. Okay, was haben wir jetzt gegeben? BC mit 14, AM mit 10 und AD mit 6 cm. Kann man hier schnell reinschreiben. Das sind die 14 und AM mit 10. Das reicht aus, um das Prisma zu zeichnen. Ja, wie zeichnen wir das? Wir gucken zuerst, was liegt auf der Schrägbildachse. Ja, hier in der Aufgabe steht, Strecke AM liegt auf der Schrägbildachse. Also fangen wir damit an. Und A liegt links von M. Das können wir aus der Zeichnung aber auch schon sehen. Gut, ich fange immer mit der Schrägbildachse an, also der Strecke, die auf der Schrägbildachse liegt. Das ist die Strecke AM mit 10 cm. Muss ein bisschen Platz nach oben lassen, weil es geht 6 cm nach oben. So, jetzt brauche ich hier erstmal 10 cm. Das ist immer etwas umständlich am PC mit Geodreieck zu zeichnen. Ja, das sieht sogar recht sauber aus, allerdings noch ein bisschen zu kurz. So. Hier habe ich meinen Punkt A, hier habe ich meinen Punkt M. Jetzt kann ich zum Beispiel nach oben wegzeichnen. A, D sind 6 cm. So, habe ich hier meinen Punkt D. Das gleiche kann ich bei Punkt M machen, senkrecht nach oben. Dann kriege ich hier meinen Punkt G. Und oben noch D und G verbinden. Jawohl. So, jetzt brauchen wir noch das andere, nämlich hier Punkt B und Punkt C sowie E und F. Und hier drin gilt jetzt natürlich, dass hier dieser 45 Grad Winkel zum Tragen kommt. Ja, unten das Dreieck, das liegt ja, die AM liegt ja eigentlich senkrecht zu BC, gleichschenkliges Dreieck, Höhe liegt immer senkrecht dazu. Und hier kommt jetzt die Verzerrung um 45 Grad und auch der Streckwinkel Q mit 0,5 rein. Im Original ist die Strecke BC 14 cm lang, für die Zeichnung gilt Q 0,5, das heißt wir multiplizieren die 14 mit 0,5, sind 7 cm, also ist in der Zeichnung diese Strecke 7 cm lang. Das heißt, von M aus 3,5 nach rechts oben und 3,5 nach links unten. Dann kriege ich hier meinen Punkt B und hier oben meinen Punkt C, verbinde ich noch. Ja, und hier sind diese 45 Grad drin. So, und das mache ich oben jetzt bei Punkt G nochmal genauso. Geodreieck anlegen, 45 Grad, 3,5 cm nach unten, 3,5 nach oben. Dann kriege ich hier, ja, passt schon. Ah, ein bisschen unsauber, machen wir nochmal frisch. Kann man gut überprüfen, weil es direkt durch die Diagonalen der Kästchen geht. So, D, E, F. Jetzt noch die letzten Punkte verbinden. D, F verbinden. So, D, E verbinden. Haben wir hier. E, B verbinden. Und F, C verbinden. Okay, unser Käse ist fertig. Jetzt noch das zweite. Zeichnen Sie dann die Strecke AG ein. Okay, das ist ziemlich einfach. So. Und berechnen Sie deren Länge sowie das Maß Phi des Winkels AGM. Also gehen wir zuerst mal auf die Streckenlänge AG. Wir suchen uns ein Dreieck, in dem diese AG drin liegt und von dem wir möglichst viel kennen. Die kennen wir mit 6 cm, die kennen wir mit 10, hier hinten die mit 14. Okay, wenn AD 6 cm lang ist, ist natürlich auch MG 6 cm lang. Dadurch bekommen wir hier ein schönes rechtwinkliges Dreieck, in dem die Strecke AG drin liegt. Zwei Seiten sind bekannt, die dritte Seite ist gesucht, also ein wunderbarer Pythagoras. Ja, da ist der rechte Winkel. Das heißt, AG, das ist die Hypotenuse, AG zum Quadrat ist gleich die Katheten, AM
Quadrat plus m g zum Quadrat, Zahlen einsetzen, am waren 10 plus 6 Quadrat. So, entweder mit Taschenrechner schnell ausrechnen mit Hilfe des Solvers oder per Umformung. Dieter hoch 2 kriege ich zum Beispiel mit der Wurzel weg. Dann folgt daraus AG ist gleich Wurzel aus 10 Quadrat plus 6 Quadrat. Ja gut, hier brauche ich jetzt natürlich den Taschenrechner, aber ich kann das jetzt einfach so eingeben. Und dann kommt ein Wert von was ist 11,66 cm raus. Gab es da ein Zwischenergebnis? Nee, von AG nicht, aber vom anderen, vom Winkel Phi. So, wo haben wir denn? Ist der Winkel AGM? So, schaue ich wieder in der Zeichnung nach. Wo ist der AGM? Machen wir das wieder raus. Das ist der Winkel hier oben. So, den müsste ich berechnen. Ich schaue wieder einen Dreieck an. Ja gut, hätte ich doch drin lassen können. Genau das gleiche Dreieck hier, aus dem ich möglichst viel kenne. Ich kenne alle drei Seiten, das macht es mir einfacher, es ist ein rechtwinkliges Dreieck, also funktionieren Sinus, Cosinus, Tangens und Pythagoras. Gut, Pythagoras braucht man nicht, weil mit dem berechnet man keine Winkel. Ich nehme es jetzt mit den schönsten Zahlen, nämlich wenn ich den Winkel habe, ist das die Gegenkathete und das die Ankathete, die sind schön ohne Komma hinten dran. Und Gegen- und Ankathete, gehen wir schnell mal rüber, Sinus, Cosinus, Tangens, wen finde ich zuerst? Sinus, Seite 7. Ja, das sind die drei, Sinus, Cosinus und Tangens. Da muss man sich den richtigen rauspicken. Es würden alle drei funktionieren, weil ich kenne alle drei Seiten im Dreieck. Ich habe mich für Gegenkathete und Ankathete entschieden und das ist der Tangens. Natürlich zwar ein bisschen umständlicher drin. Ja, ich merke es mir mal, Gegenkathete durch Ankathete. Gut, setz mal an. AGM. Falscher Stift. Tangens haben wir gesagt. Tangens vom Winkel AGM ist gleich Gegenkathete durch Ankathete. Gegenkathete waren die 10. Also 10 durch, ja, schreiben wir es allgemein. Vielleicht wieder zu schnell. AM durch MG. Setzen wir ein. Tangens von Winkel AGM ist gleich 10 durch 6. Und jetzt entweder mit Hilfe des Solvers auflösen oder per Umformung mit Tangens hoch minus 1. Dann folgt daraus, Winkel AGM ist gleich Tan hoch minus 1 von 10 durch 6. Das gibt einen ganz normalen Taschenrechner ein. Und dann kommen 59,04 Grad raus, ja, auf zwei Nachkommastellenrunden. Gut, das war's jetzt in dem Fall. Ja, hier steht ja auch die Lösung noch mit dabei. Wir haben gezeichnet, wir haben die Strecke eingezeichnet, wir haben die Länge berechnet und das Maß des Winkels. Alles vorhanden, also ist die Aufgabe erledigt.